Ich denke, das sollten wir hinbekommen. 26 sollte nicht allzu schwer sein. Okay, 8 Stück haben wir schon. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Das dauert mir irgendwie zu lang. So. Ich muss mir die ganzen Laufwege hier noch deutlich optimieren. Das ist alles noch nicht optimal, aber ja, wir sind ja auch noch weit davon entfernt hier. Fertig zu sein. Produzieren wir davon am besten direkt mal ein bisschen auf Vorrat. Den ganzen Gravel hier brauchen wir eh nicht. Da werden wir noch mehr als genug zusammenbekommen. So, 16. Lassen wir das mal so. Wir brauchen noch Moment, wie viele braucht man nochmal? Wir brauchten 26, oder? Es war 3x3 mit Hohl, ja. 26 Stück brauchen wir. Das sollte relativ schnell gehen. Können ja hier noch ein bisschen reinwerfen. Diesen Iron Furnace, den müssen wir übrigens sehr, sehr bald mal ersetzen, denn ja, das ist nicht gerade die schnellste Möglichkeit hier Sachen zu produzieren. Das Ding läuft eigentlich permanent und ich habe eigentlich nie wirklich das zusammen, was ich brauche. Das muss besser gehen. Aber das kommt noch nicht jetzt. Das kommt erst später.
So, bisschen Sand noch. Gravel. Auch später. Ich glaube, wenn wir jetzt zurückkommen, müsste es ausreichen. Locker. Ha, wunderbar. Damit sollten wir definitiv genug Material zur Verfügung haben. Sechsundzwanzig Blöcke, wunderbar. Okay. Moment, machen wir da noch eine Fackel hin. Ups, nicht da, da. Wunderbar. Coke Oven ist fertig und unser Blast Furnace ist auch fertig. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar die Kohle. So, die packen wir mal hier rein. Nicht da. Da rein. Ja, und damit gewinnen wir jetzt schön unsere Coal Cokes. Und mit denen werden wir dann unseren Blast Furnace betreiben. Vermutlich werde ich meine ganze Kohle dafür verbrauchen. Sprich, ich werde ja vermutlich nicht Diamanten aus Kohle produzieren. Das sollte nicht nötig sein. Spätestens, wenn wir unser erstes Quarry starten, ist das eh uninteressant. Das hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, dass wir schnell eine Runde schlafen gehen. Schön viele Eier, das ist gut. So bekommen wir unseren Soul Shard schneller voll. Wie sieht's hier aus? Na komm, so. Ja, ich würde sagen, insgesamt sieht es doch ganz gut aus. Wir haben jetzt unsere Coke-Produktion am Laufen. Wir haben ja unseren Blast Furnace.
Eine der nächsten Sachen, die wir damit rein theoretisch angehen können, ist dann auch diese Geschichte, der Mining Drill. Den können wir uns theoretisch ja schon leisten, das ist ja nicht das Problem. Wir können den hoffentlich bald auch erweitern auf dieses kleine Gerät hier, auf den Diamond Drill. Dazu brauchen wir allerdings Titanium Ingots. Kann ich ja auch schnell mal zeigen, wie wir die zusammenbekommen. Nicht das. Das hier. So, Industrial Electrolyzer. Den Industrial Electrolyzer, den habe ich sogar schon gebaut. Der, ja, ist jetzt nicht unbedingt das schlimmste aller Geräte. Ups, aber auch nicht unbedingt das einfachste. Kann ich auch gerade mal zeigen. Industrial Electrolyzer. Da brauchen wir einen Extractor, einen Electrolyzer und einen Magnetizer. Refined Iron, zwei Advanced Circuits. Extractor, ja, relativ harmlos. Electrolyzer eigentlich auch relativ harmlos. Ups. Und Magnetizer, gut, da brauchen wir Iron Fans. Eigentlich auch nicht wirklich so wild, aber insgesamt gesehen, ja, doch schon einiges an Materialkosten für einen relativ simplen Kasten. Ja gut, das gehört so dazu. Das ist eine Maschine von Gregtech. Da darf man nicht wirklich was anderes erwarten. Aber ja, ich würde sagen, momentan sieht alles eigentlich ganz gut aus. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit, die wir aufbringen müssen, bis unsere Sorting Machine steht, bis unser komplettes Sortiersystem läuft. Auch die Energieproduktion kann bald anlaufen. Wir haben hier unseren Solid Fuel Boiler, Solid Fuel Firebox mit den Low Pressure Boilern. Die warten eigentlich nur darauf, dass sie platziert werden. Ich habe davor geschaut, dass wir hier einen ordentlichen Vorrat an Holz zusammenbekommen. Das ist momentan definitiv gegeben. Wir haben sehr viel Holz. Und ich denke, wir sind vermutlich schon so weit, dass wir damit anfangen könnten. Doch vorher, ja, werden wir erstmal unser Sortiersystem hier unten aufbauen. Ja. Und wenn wir das dann soweit haben, dann denke ich, sieht es insgesamt schon mal richtig, richtig gut aus. Dann können wir im nächsten Schritt uns vielleicht überlegen, ob wir nicht mal ein Quarry starten. Quarry kann ich mal schnell zeigen, ist mit Gregtech. Ja, ein bisschen komplexer das Ganze. Wir brauchen ja, drei Iron Gear, ein Advanced Circuit, zwei Gold Gear, zwei Diamond Gears und einen Diamond Drill. Jawohl. Und dazu brauchen wir Titanium Ingots. Und für die Titanium Ingots brauchen wir einen Industrial Blast Furnace. Also insgesamt, ja, erwartet uns da so einiges, daher auch die Stahlproduktion. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wir sind auf einem ganz guten Weg dahin. Und ich denke, ja, wir machen beim nächsten Mal an der Stelle weiter. Also,
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Minecraft Feed the Beast. Und ja, ich war ein bisschen beschäftigt seit dem letzten Mal und habe ein bisschen was vorbereitet. Ganz kurz machen wir hier schnell noch die Versorgung unserer Bienen hier. Ja, und dann werden wir uns mal anschauen, was ich denn genau vorbereitet habe. So. Wunderbar. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar sehen wir das hier. Das hier, ja. Moment. Ja, das hier wird unser, hier wird unsere Sorting-Maschine entstehen. Und ich habe hier auch schon etwas anderes vorbereitet. Und zwar sehen wir hier das hier. Das ist ein Zycraft-Tank. Ich habe hier zwei Valves. Und schauen wir uns mal kurz das Rezept an. Wir bekommen 4 Stück. Wie man hier sehen kann, relativ simpel. Engineering Bricks. Ein Eimer in der Mitte und 4x Iron Bars. Also, ja, nicht wirklich zu komplex, diese Geschichte. Eigentlich relativ simpel. Ja, und wir haben hier Platz für 512 Eimer. Und ja, wie man sehen kann, habe ich den hier gebaut aus Moment, wie heißen die? Na, komm schon. Genau, Basalt Paver, wunderbar. Ja, und aus denen habe ich eben diesen Tank gebaut. Wir werden da eine Flüssigkeit drin speichern. Aber dazu werden wir auf jeden Fall ein bisschen später kommen. Denn wir müssen uns jetzt um eine andere Geschichte kümmern. Und zwar um unsere Sorting Machine. Und wir brauchen dafür auf jeden Fall erst einmal. Na, wo sind sie denn? Die will ich nicht. Ja, Blue Alloy Wire war es genau. So, dafür brauchen wir Blue Alloy Ingots und die bekommen wir, wenn wir Nicolite und Silver zusammen in einen Alloy Furnace packen. Das sollte nicht allzu schwer sein und ich würde sagen, wir schnappen uns da mal. Ja. Lasst uns nicht übertreiben. Wir nehmen mal 10 Stück. Moment, wie viele bekommen wir da? 12. Na, dann ist 10 vielleicht ein bisschen übertrieben. Nehmen wir mal 4 Stück. Das sollte reichen. Und dann brauchen wir hier noch ein bisschen Nicolite. So, wunderbar. Das packen wir jetzt zusammen in unseren Alloy Furnace.
der ja hier hinten steht. Naja, haben wir schon. Wunderbar. Dann müssen wir uns da schon mal nicht mehr drum kümmern. Wir brauchen Wolle. So. Ups. So, sehr schön. Und dann brauchen wir noch das hier. So, und ich mache uns hier mal ein paar Solarpanels. Wir werden die nicht alle jetzt nutzen. Wir schnappen uns nur ein paar davon. Den Rest packe ich einfach mal hier rein. Zwei Stück sollten ausreichen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir hier unsere Energieversorgung sicherstellen. Und zwar würde ich sagen, machen wir das hier. Und schauen mal, wo wir hier rauskommen. Wunderbar. Das sieht doch hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich werde das später vermutlich irgendwo anders hinpacken. Aber vorerst sollte das ausreichen. So, und dann machen wir uns hier eine Verbindung runter zu unserer Battery Box und die wird auch schon geladen. Ja, und jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen und unsere Sorting Machine platzieren. Und zwar, ich würde sagen, hier. Das sollte reichen. Nur ich hätte die gerne so rum. Wunderbar. So, dann brauchen wir